Hallo Rollenspielfreunde und recht herzlich willkommen hier auf unserem Kanal 4 Buttons. Ich bin Nightflyer und hier geht's weiter mit Mass Effect. Ja, und wir haben noch eine Nebenmission derzeit offen, die ich gern noch erledigen würde. Und das ist hier diese... Achso, wir sind schon oben. Das blinkt hier immer. Ich muss ja mal kurz draufklicken. Was haben wir denn da? 14, 20, 11, 20, 14, 20. Okay. Mehr Mineralien finden. Hä? Warte mal, sie haben ausreichend Vorkommen von wertvollen Gasen entdeckt. Achso, alles klar. Deswegen hat das geblinkt die ganze Zeit und ich habe gedacht, ich muss da runter scrollen. Aber wir wollen ja das hier machen. Biotische Fanatiker haben eine medizinische Forschungsstation übernommen und unschuldige Forscher mit Medikamenten betäubt, um sie als menschliche Schutzschilde einzusetzen. Sie müssen die Biotika ausschalten und dabei versuchen, die Zahl der Zivilopfer möglichst gering zu halten. Das hört sich nicht ganz einfach an. Bin mal gespannt. Wir müssen dazu in das Kakus-System des Hades-Gamma-Klasses auf Cho, oder wie auch immer man es aussprechen mag. Und das suchen wir uns jetzt mal. So, das haben wir ja abgeschlossen in der letzten Folge. So, der Hades-Gamma, der war wieder wo? Irgendwann werde ich mir das vielleicht auch mal merken können. Warte mal, war das der Hades? Ja, hier ist er doch. So, und da in das, das war es glaube ich schon, ne? Das Kakus-System, glaube ich. Ja. Gut, dann mal Hindor. So, ja, wir scannen natürlich wieder alles ab hier, logisch. Zayatar. Den können wir schon mal erkunden, sehr gut. Und wir finden Quecksilber. Triamus, das ist, nee, das ist nicht der, wo wir hin müssen. Ja, gibt es auch nichts. Pharingor. Den können wir wieder erkunden und wir finden Polonium. Hier haben wir nichts. Xamari. Das ist der Planet, auf den wir müssen. Okay, hier ist sowieso nichts weiter, dann nehmen wir den. So. Die Oberfläche des terrestrischen Planeten Cho besteht maßgeblich aus Aluminium mit zahlreichen Vorkommen an Calcium. Die Planetenmasse würde ausreichend Masse für eine dichte Atmosphäre bieten. Dennoch ist Cho praktisch ein Vakuum. Dieser Mangel an Atmosphäre sorgt zwar für moderate Temperaturen, aber die Unterschiede zwischen Tag und Nacht sind extrem. Die Oberfläche der sonnenzugewandten Seite von Cho ist meistens bedeckt mit flüchtigen Atmosphärenschichten, hauptsächlich bestehend aus Wasserdampf und Kohlenstoffdioxid, die sich dann im Verlauf der langen, kalten Nacht als Eisschicht auf dem Planetenboden ablagern. Die Sirta Foundation hat einen Forschungsaußenposten auf Cho gegründet, um die dort einheimischen unterirdischen Lebensformen zu untersuchen, die eine unglaubliche Resistenz gegen die extremen Hitze- und Kältebedingungen aufweisen. Okay, gucken wir mal hier. Oberflächentemperatur 11 Grad Celsius. Ja, jetzt wäre schön zu wissen, was ist am kältesten, was am heißesten, ne? Na gut, wir landen einfach mal. So, wir werden es mit Biotikern zu tun bekommen. Wir nehmen mit Liara. Wobei, warte mal, wie ist denn das hier? Ja, Liara ist biotisch auf jeden Fall stärker als Vrex. Deswegen nehmen wir Liara mit und wir nehmen Garrus mit. So, da wären wir. Und es sieht so aus, als könnten hier Dreschlunde sein. Wir haben ja gelernt, die können bei jedem Klima auftauchen. wir gucken jetzt mal auf die Karte. Ne, erstmal wollte ich Squad gucken. Ich bin mir sicher, hatten wir ja jetzt... Oh, hier können ja... Das hatten wir doch zugewiesen, meine ich, oder? Guck mal, Liara hat noch 4 Punkte. Das haben wir doch gar nicht gemacht.
bin jetzt gerade total irritiert. Ich meine, das haben wir gemacht. Jetzt muss ich gleich nochmal gucken, ob ich hier nicht versehentlich einen falschen Spielstand habe. Eben nochmal Squad hier. Bei Garrus haben wir noch einen Punkt. Und ich muss jetzt echt nochmal gucken, ob ich nicht einen falschen Spielstand habe. Wie kann ich das gucken? Achso, ja, Tagebuch. Nee, Talis Pilgerei, das haben wir alles abgeschlossen. Da müsste das eigentlich passen. Keine Ahnung. Karte. So, wir haben da eine, ein anormales Signal. Wir haben hier Wissenschaftlerbasis. Ich würde sagen, dann fahren wir erstmal zum anormalen Signal, weil es am dichtesten dran ist. Würde mich ja nicht wundern, wenn das schon wieder schon der Dreschlund ist. Und ich hoffe, dann haben wir hier, wenn wir diese Mission erledigt haben, sind wir mit diesen Marco-Missionen endlich durch. Wobei, wir haben natürlich noch Würmeier. Ich kann mir vorstellen, dass da auch noch die eine oder andere Nebenquest auftauchen wird. Mal sehen. Da. Ach, hier ist wieder so ein... Das ist doch wieder bestimmt so ein... Ein Transmitterturm, den wir deaktivieren. Nahe des Transmitters empfängt ihr Kommunikationssystem die Aufzeichnung eines erhabenen Streichquartetts. Sie deaktivieren das System. Wer immer hier gelebt hat, ist schon sehr lange Zeit nicht mehr hier gewesen. Die Kisten sind mit dem Kreidestaub von Show bedeckt und die statusleuchtende Hütte zeigen an, dass die Atmosphäre schon seit langer Zeit nicht mehr aufrechterhalten wird. Okay. Schauen wir uns mal weiter um. Technik-Kit. Ja, Matriarchenschriften gefunden. Okay. An diesem Ort scheint einmal jemand gelebt zu haben. In der kleinen Kiste befanden sich alle alte Lebensmittel und eine der Schriften der Matriarchen Delinaga. Okay. Die Schrift ist noch in gutem Zustand, anders als die Lebensmittel. Ja, das ist wohl logisch. Okay. Mittelschwer. Ach komm, hier. Zack. Was? Nochmal Matriarchenschrift gefunden? Es kann nicht geklärt werden, wem dieses Behältnis gehört. Aber im Innern haben sie eine der Schriften der Matriarchen Delinaga gefunden. Okay. Hatten wir das nicht schon abgeschlossen? Die Quest? Bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Okay, die nächste Kiste. Ja, sie fanden eine weitere Matriarchenschrift. Sie ist etwas beschädigt, aber in weiten Teilen intakt. Okay, was können wir noch durchsuchen? Haben wir hier drei Stück jetzt gefunden? Ist ja der Hammer. Ich glaube, das war es aber auch. Mehr scheint dann hier nicht zu sein. Okay, jetzt will ich nochmal kurz gucken. Die hatten doch die Quest schon abgeschlossen, glaube ich, ne? Mit den, ja, die haben wir abgeschlossen. Wie viel haben wir denn jetzt davon jetzt? Wie hießen die? Spionage, Sammlung komplett, Turianer. Servus, Piraten, Sammlung komplett, Asari-Schriften. Jetzt haben wir 14. Und 10 braucht man nur. Interessant. Ich hätte lieber andere Dinge gefunden, die uns noch fehlen. So, Karte. Wir düsen jetzt erstmal zu diesen Trümmern darüber. Ist zwar jetzt ein bisschen weiter der Weg, aber so haben wir den Planeten dann abgeschlossen, wenn wir in dieser Basis durch sind. Okay, hier wird es wieder hügeliger. Können wir hier so ein bisschen, ist ja eine Schlucht. Rechts oder links? Ich würde mal sagen, links. Ja, gut, dann hätte ich auch gleich außen rumfahren können. Ja, geht doch. Sind wir gut durchgekommen? So, jetzt müssen wir schon mal langsam was sehen hier. Ups.
Na, wenn hier nicht ein Dreschlund auftaucht, dann weiß ich es auch nicht. Das wäre doch die perfekte Arena. Wo offenbar will er sich nicht zeigen. Aber vielleicht bei den Trümmern mal sehen. Die sind verdammt weit weg. Na, jetzt haben wir schon noch was auf dem Radar. Ja. So, wo sind sie? Da. Na. Ich mache jede Wette. Hier taucht ein Dreschhund auf. Ich speichere. Ja, dieses Szenario hatten wir ja schon öfters. Na? Wo bleibt er? Kein Dreschhund? Gehen los. Wundert mich. Also ich hätte jetzt echt damit gerechnet. Und wo ist hier bitte? Warte mal, eben habe ich irgendwo Bergen ge... Ah, hier, jetzt sehe ich's. So, nehmen wir mit. Gut, dann haben wir das erledigt. Und können dorthin fahren. Bin mal gespannt, was uns da erwartet. Also, es hat sich kompliziert gelesen auf jeden Fall. Wenn die irgendwie als Schutzschilde verwenden, wäre das wohl nicht so praktisch. Ich glaube, das ist ein Vorkommen. Fahren wir direkt drauf. Und da ist das Arschloch ja. Tja. Sollte natürlich auch treffen. Okay, jetzt haben wir einen ersten Treffer gemacht. Das war so klar, dass dieses Mistvieh hier auftaucht. Ich glaube, dass hier so der Treffer besser ist. Oh, weg. Der will gerade... rumspucken. Das war gar nichts gerade. Interessant. Nein! Wow, das war aber haarscharf gerade. Das war haarscharf. Junge, Junge, Junge. Mistvieh. Dieses Mistvieh. So eine Scheiße. So, da hat uns das dämliche Vieh dann doch erwischt. Wo sind wir denn jetzt? Bei den Trümmern doch, ne? Wo sind die Trümmer? Ach da. Ich war noch gar nicht bis dahin vorgefahren. Aber ich muss dann wahrscheinlich nochmal speichern. Und möglichst bevor wir auf den Dreschlund treffen. Warte mal, hier sieht das ganz anders aus, ne? Jetzt ist das noch intakt hier. Hallo, ich möchte das einsammeln. Das ist aber irgendwie... So. Dann Karte dorthin. Ich weiß natürlich nicht mehr genau, wo der war, aber ich glaube direkt auf der Ebene hier hinter, ne? Ja, da ist er, da hinten ist er aufgetaucht. Ich habe nämlich keinen Bock, das hier jetzt nochmal zu machen mit dem Dingenskirchen. Mit den Trümmern da. So, jetzt speichern wir eben. So. Auf geht's. Wir könnten ihn wahrscheinlich sogar umfahren oder so, aber scheiß drauf. Ich will das Vieh erledigen. Ich weiß gar nicht, ob der saß, der Treffer.
Der saß zumindest. Der saß aber nicht, glaube ich. Also wir müssen tatsächlich auf den Kopf zielen. Auf den Hals reicht nicht. Ich glaube, am besten ist es, wenn man sich so am Rand so bewegt. Hier würde der wahrscheinlich nicht so oft auftauchen. Vielleicht aber doch. Ey, wenn uns das vielleicht wieder platt macht. Das ist nicht wahr. Ey, dreh dich wieder auf. Hallo. 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 Ich kann nicht. Jetzt. Alter Schwede. Wir müssen in Deckung. Wir müssen unser Makro reparieren. So, hier wird er wohl kaum auftauchen. Junge, Junge, Junge. Das ist aber ein Mistvieh. Okay, weiter geht's. Ich will den erledigen. Komm nur, Arschloch. Zeig dir, wo der Hammer hängt. Wo ist er? Wahrscheinlich wieder, hier ist bestimmt irgendwo ein Punkt. Na nun. Ich weiß gar nicht, ob der saß. Na, alter Schwede. Dieses Scheiß wie ein Schuss noch. Ein Schuss noch, dann haben wir ihn. Das gibt's doch nicht. Gibt's doch gar nicht. Okay, das war's. Mensch, das war eine schwierige Boot gerade. So, jetzt unser Vorkommen da. Und wir müssen nochmal das Marker reparieren. So, können wir reparieren und dann aussteigen? Das wäre cool. Ne, es geht nicht. Müssen wir warten, bis es repariert ist. Auf dem Weg! So. Ey, so ein Mistvieh. So, was haben wir? Quecksilber, großes. Und weiter geht's. Okay, da sehen wir schon was aus der Ferne. Nichts Rotes auf dem Radar, das ist gut. Okay, das ist wieder so ein Bunker. Da sehe ich was leuchten. Ist da was? Ups. Ach so, ne. Na gut. So, wo war das Ding? Hier. Da irgendwas drunter? Unter dem Zelt? Auch nicht. So, wir speichern jetzt vorsichtshalber nochmal. Sicher ist sicher. So, dann mal rein in die gute Stube. Schalten Sie die Terroristen aus, aber seien Sie umsichtig bei der Wahl Ihrer Ziele. Die Zivilisten sind von der Droge so weggetreten, dass sie geradewegs in ein Feuergefecht hineinlaufen. Ach du Scheiße. Na, das kann ja heiter werden. Ich würde sagen, warte mal. So, zur Pistole. Ich glaube, dass ich damit besser zielen kann. Vielleicht überprüfen wir gerade mal die Munition. Was habe ich da? Sledgehammer? Ja, kann man lassen, glaube ich. Lassen wir mal so, wie es ist. Ja,
Genau, ich hoffe, wir können die jedenfalls auf irgendwie einmal frei auseinanderhalten. Hier, das geht gar nicht. Ich hasse das, wenn der so am Arsch klebt. Okay, auf geht's. Ich wünschte, man könnte wirklich schleichen in diesem Spiel. Still. Das ist ein wahnsinniger Wissenschaftler. Ist das ein... Oh. Was ist denn jetzt Zivilist? Ich trau mich ja gar nicht zu schießen. Biotischer Terrorist. Ich mache ich fertig. Scheibenkleister. Ja. Das ist aber blöd. Den haben wir. Das ist ein... Haben wir auch. Was ist das da? Was macht der da? Der schießt ja immer. Ach, guck mal, der ist lustig. Ein Forscher getötet oder was heißt Sicher. Das? Wahnsinniger Wissenschaftler. Also der war ja wohl der Anführer, nicht mal. So, und jetzt ist ja noch einer übrig, oder was? Pack mal die Waffe weg. Können wir mit dem reden? Ne, da steht auch wahnsinniger Wissenschaftler. Okay. Das heißt, wir haben offenbar tatsächlich einen getötet, wenn ich das richtig sehe. Können wir mit der reden jetzt? Wo ist es? Haben Sie es gesehen? Eben war es noch hier. So schön. Okay. Gut, dann schauen wir uns mal um. Offenbar ist er noch nicht vorbei. Scheiße! Alten. Okay, sie haben die Einrichtung geräumt und unter Kontrolle gebracht. Die Zivilverluste waren akzeptabel. Die Evolution der Menschheit, also diese Biotika, schienen sich nicht von den übrigen Verbrechern zu unterscheiden. Ich muss vorsichtiger sein. Ja, sollten wir. So, wir gucken uns natürlich noch um. Gesichert. Gut, das war jetzt nicht so großartig. War halt ein bisschen blöd, die auseinanderzuhalten, fand ich. Wahrscheinlich, wenn wir es nochmal probieren würden, würde es wahrscheinlich auch nicht klappen. Aber, nee, da habe ich jetzt auch keine Lust mehr zu. Ja, jetzt wollte ich gar nicht umwandeln, war ein Versehen. Okay, wir sind sowieso aber bald schon wieder voll. Also muss ich auf der Normandy gucken, dass ich ein bisschen was entsorge, verkaufe und so weiter und so fort wieder. Aber jetzt gucken wir mal, was wir hier noch finden. Ja, und dann geht's in der nächsten Folge endlich weiter mit der Hauptmission. Nach Wirrmeier. Können wir jetzt mit ihm sprechen? Sie kriechen durch meine Finger. Ich spüre Nein. Das Schlagen ihrer Flügel. Wer auch immer. Ich hätte gedacht, dass wir vielleicht noch irgendwo eine Information finden. Aber dem scheint nicht so zu sein. Man weiß es ja nicht, ob hier nicht wieder Sir Cerberus hinter steckt oder so. Da liegt doch eine Menge rum hier. Was soll es jetzt aber gewesen sein? Es sei denn, die hier, die ich noch irgendwo was. Oder irgendwo ist eine Konsole oder so. Das wäre schon geil, wenn jetzt hier irgendwo noch eine Konsole wäre, wo man mal irgendwie so ein paar Infos kriegen würde. Aber ich glaube, das dürfte es gewesen sein. Dann dampfen wir hier wieder ab. Können wir hier durch, ja. Ja, dann machen wir hier einen Abflug und dann sind wir endlich mit unseren Nebenquests durch. Wenn wir mal kurz gucken ins Tagebuch. Das auch definitiv abgeschlossen ist. Warte mal. Sie haben die Bedrohung durch die
ein Ende gemacht. Achso, Hackebericht erstatten. Das müssen wir noch machen. Okay, dann kehren wir dann doch noch zur Normandy zurück, weil sonst hätte ich die Folge jetzt schon beendet. Aber dann kehren wir noch zur Normandy zurück und können Hacke noch Bericht erstatten. Und erfahren dann vielleicht noch irgendwas Hintergründiges dazu. So. Neuer Nachrichteneingang. Stelle durch. Gute Arbeit, Commander. Sie haben die Biotika mit minimalem Kollateralschaden ausgeschaltet. Das war meine Schuld. Das sagen wir jetzt nicht. Die Biotika machen schon. Ich tat, was ich konnte. Ich bedauere, dass wir einige Forscher verloren haben, Admiral. Die Biotika wussten, was sie taten. Niemand hätte da rauskommen können, ohne einige Unschuldige zu opfern. Sie haben eine Menge Leben gerettet, Commander. Fünfte Flotte Ende. Okay, so, dann wäre das abgeschlossen. Ja, ich hätte es lieber gemacht, dass alle überleben. Aber ganz ehrlich, ich habe keine Lust mehr gehabt, diese Mission nochmal zu spielen. Irgendwann hat alles mal ein Ende. Und ich will jetzt endlich mit der Hauptmission fortfahren. Und das machen wir in der nächsten Folge. Warte mal, eben gucken wir nochmal hier, was uns hier noch fehlt. Eine Datendisk fehlt uns noch. 6 Leichtmetalle, 7 Schwermetalle und nur 5. Die finden wir bestimmt noch. Würde mich nicht, also die finden wir bestimmt noch. Und 6 Liga-Medaillons. Die dürfen ein bisschen schwieriger sein. Bin mal gespannt. So, Missionen Würmeier. Das in der nächsten Folge. Und damit verabschiede ich mich von euch. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin. Ciao, ciao.